Hallihallo, Hallöchen. Wir haben in der letzten Folge Aeris gerettet und versuchen jetzt aus diesem bösen Labor rauszukommen. Ich war da oben, glaube ich, schon richtig. Ja. Gucken wir mal da nochmal rein. Geht es? Ja, geht's. Sehen wir das böse Ungeheuer. War hier noch was? Ne. Komm, guck nochmal rein für uns. Macht er nicht. Schisser. Komm, dich töten wir auch noch, oder? Der hat wohl keine Angst vor uns. So, der Hojo. Ist der hier hochgelaufen? Ne, hier sind ja die. Also die Zellen. Hier gibt's nichts für mich. Hier werden wir nachher, glaube ich, eingesperrt. Jetzt versuchen wir hier auf jeden Fall herauszukommen. Hallo. Na, Gegner kommen natürlich auch. Brauchst du viele gleich? Einen Zack. Ah, zweimal alle, das ist doch sehr entspannt. Patz! Jetzt macht gleich der kleine Löwe nochmal Fatz und dann sind die tot. Yeah. So macht das doch Spaß. Lokokraut, das braucht man glaube ich nachher, um ein Kokobo zu fangen. Kokobo ist ein straußähnliches Viech in Gelb, auf dem man reiten kann. Oh, hier gibt es noch ganz viel, aber hier kommen wir nicht. Doch, hier kommen wir rein. Aber hier können wir, glaube ich, noch nichts machen, weil hier alles noch geschlossen ist. Sieht nicht so aus, als könnte ich reinklettern. Ne? Du darfst maximal drei Türen auf der Etage öffnen. Ich will aber rein. Also ich kann drei Türen öffnen. Wenn ich die ersten Türen öffne, dann kriege ich das erste Paket. Wenn ich hier öffne, komme ich nirgends voran. Also auf normalen Wegen. Wenn ich da lang gehe, bringt mir auch nichts. Das ist genau dasselbe. Dann öffne ich die rechte Tür, dann die untere Tür, dann wieder die untere. Das bringt mir auch nichts. Und hier. Und das bringt mir überhaupt nichts. Ich kann nur das eine Ding öffnen. Da ist aber ein Lüftungsschacht. So, kriege ich hier Coupon B. Ja, klettern wir mal da rein, gucken, was da so geht. Das ist ja sinnlos, wieso kann ich nicht nach links? Ah, jetzt ist es. Es hat gerade irgendwie gehangen. Ich glaube, dass ich hier nicht großartig viel weiterkommen werde. Ah, da gibt es auch noch was Schönes. Coupon. So, und da wir hier nichts mehr öffnen können. Wenn ich den Computer benutze, kann ich den Vorgang nochmal beginnen. Also kann ich von hier drin wieder starten. Ja, die Tür drin ist schon offen. Komisch. Klau, du kannst ruhig mal ein bisschen schneller klettern hier. So, blöd. So.
So, jetzt kann ich auf jeden Fall einlösen. Ich habe zwei Coupons. Was kriege ich dafür? Alles löschen. Piep, piep. Oh ne, halt, ich will erst meine Coupons haben. Meine Coupons eintauschen. Coupons, Sternmedaillon, vier Fassungen und Materie alle. Ja, das geht jetzt zu weit, deshalb lösen wir das für eines. Wir wollen ja, dass die Story weiterfolgen. Sternmedaillon und vier Fassungen haben wir jetzt gekriegt, was ist denn das Schönes? Das eine ist, glaube ich, so ein Talisman, Sternabulett, schützt vor Gift. Ja, das hätten wir vorhin gebraucht. Was war das andere? Vier Slots. Ah, das ist so ein Ring. Ist ein bisschen schlechter, hat mehr Zauberabwehr, aber vier Slots, aber nicht mit alle. Also eher sinnlos. Weil die Dinger nicht kombinierbar sind. Ja, jetzt versuchen wir mal hier rauszukommen. Genug hier rumgespielt. Ja, halt, die Fahrstufe da oben, ne? Ne? Doch, können wir benutzen. Da gleich, glaube ich, ein Kampf kommt, fülle ich mich lieber nochmal schnell auf. Beruhigungsmittel? Nein, natürlich nicht. Siehste, da sind die Torx. Nach oben bitte. Das ist eine Falle, schwör. Ja, mir hat sehr Spaß gemacht, ja. Bisschen im Shinra Hauptquartier mein Unwesen getrieben, ohne dass mich irgendjemand gefunden hat. Mich wundert jetzt, warum wir nicht gegen die kämpfen konnten. Es waren zwei Leute, wir sind gerade so viert. Wo ist denn der Rest von uns? Ach, wir haben ja, glaube ich, einen weggeschickt, um sie zu retten, oder? Nee? Nee, die ist woanders. Die haben sie wieder eingefangen. Wo ist Aeris? An einem sicheren Ort. Na, das wissen wir mittlerweile. Sie nannten sich Cetra. Also das alte Volk heißt Cetra. Oder Ketra. Cetra? Ketra? Zum verheißenen Land. Was gibt's da Schönes? Ewiges Leben. Soll fruchtbar sein. Fruchtbar sein. Ja, dann können sie da wieder aussaugen. Das ist stimmt. Zu verwirklichen seiner Träume braucht man nur Geld und Macht. Das ist wohl wahr. Aber es ist gut, dass mir die Bösewichte wie in jedem billigen Film immer ihre Pläne, wenn sie mich gefangen haben, verraten. Und im Endeffekt kommen wir doch wieder frei. Der Barrier könnte sich theoretisch einfach umdrehen und dann seine Waffe trotzdem abfeuern, weil die haben ihm zwar seine Hände geknebelt, aber trotzdem kann er ja noch schießen. Der hat immer eine Zigarre in deinem Maul, der Alte. Ja. Jetzt sind wir im Gefängnis.
wie wir hier aus dem Gefängnis der Shinra Corporation wieder rauskommen. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Hier werden noch sehr viele Geschichten auf uns warten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.